Herzlich willkommen zu dieser neuen Yoga-Klasse. Ich freue mich, dass ihr ein Teil von dieser Stunde werdet und geworden seid und mir heute wieder eure Zeit schenkt und auch hier vor Ort anwesend seid. Als kurzen Ausblick für diese Yoga-Stunde brauchen wir ein paar Hilfsmittel. Das ist zum einen eine gerollte Decke, ungefähr so wie ich sie jetzt hier neben mir habe in diesem Format, also einfach eine Decke zusammenrollen. Dann brauchen wir ein bis zwei Yoga-Blöcke. Zwei ist der komfortable Bereich. Mit einem Yoga-Block geht's auch. Wenn ihr nichts dergleichen zu Hause habt, dann sucht euch etwas, das ihr als Stapel nutzen könnt. Wir brauchen das nachher am Anfang in der Schulterbrücke als Unterlage unter dem Becken. Gut, und dann noch die üblichen Unterlagen, also eine Yogamatte und ein bequemes Sitzkissen. Das Thema dieser heutigen Yogastunde führt uns in das Thema der inneren Weite und Ruhe. Eine Yoga-Klasse, in der wir diese Eigenschaften empfangen werden. Weite in dem Sinn, dass wir die Räume in unserem Körper, die Atemräume, entfalten werden. Wir werden das mit dem Schwerpunkt auf Rückbeugen heute machen. Und Ruhe in dem Sinn, dass wir uns zwischendurch immer wieder Zeit nehmen, Dinge erfahren, Dinge spüren. Der Hauptteil der Stunde wird uns zu einer Standhaltung führen, mit einer Rückbeuge verbunden und am Ende wird es nochmal ganz angenehm ruhig, da werden wir uns ganz der Atmung und dem Empfangen der Atmung widmen. Wir starten im Liegen. Wenn ihr die Deckenrolle nehmt, dann legt die so, dass ihr die in den vorderen Teil eurer Yogamatte legt, um euch da drüber zu legen, auf Höhe der Schulterblätter. Also, wir legen uns diese Deckenrolle auf Höhe der Schulterblätter hinweg. Es kann sein, dass ihr dann das Gefühl habt, dass der Kopf zu tief ist. Wenn er zu tief ist, dann legt noch ein Kissen unter den Kopf. Das könnt ihr auch falten, um höher zu kommen. Generell darf der Kopf gerne ein bisschen tiefer sinken. Zu tief würde bedeuten, der Kopf kippt mit dem Gesichtsfeld nach hinten. Dann seid ihr etwas überstreckt, dann legt euch was unter. Und wenn es gelingt, das Gesichtsfeld wieder nach oben Richtung Decke auszurichten, dann ist es gut, dann kuschelt euch über diese Deckenrolle hinweg. Ihr könnt die Arme nach vorn legen, ihr könnt sie auf der Rolle oder hinter der Rolle zur Seite legen oder auch nach hinten anwinkeln. Findet eine Variante, in der die Arme und Schultern sich entspannen können, in der der Kopf sanft zurücksinkt und in der ihr das Gefühl habt, dass ihr euch in diese Haltung hineinstreckt und das auf angenehme Weise. Und wenn ihr euch hier einrichtet, ihr könnt noch die Füße aufstellen oder die Beine ablegen. Der Unterschied ist im unteren Rücken. In einer Position fühlt er sich gemütlicher an. Findet die für euch. Und dann lasst uns für den Moment die Augen schließen. Yoga ist ein Weg nach innen. Wir sind immer den ganzen Tag über im Äußeren fokussiert, in den Eindrücken, die von außen auf uns einwirken, in die Geräusche, die von außen uns erreichen, in die Anforderungen, die an uns gestellt werden, in die Erwartungen, in die Rollen, die wir nach außen annehmen. Wir sind immer nach außen fokussiert im Alltag. Und Yoga versucht das Gegenteil. Yoga möchte die Erfahrung wieder nach innen lenken. Es möchte die Aufmerksamkeit und die Sinne nach innen zurückbringen. Und ein ganz wichtiger Schritt ist, in das Hier und Jetzt zu finden. Wir sind jetzt und hier, jetzt in diesem Augenblick, hier auf der Yogamatte, über dieser Deckenrolle. Kommt mit den Sinnen hierher zu euch auf der Yogamatte. Und der nächste wichtige Schritt auf der Reise nach innen, das ist die Wahrnehmung. Wir gehen vom Kopf in den Körper, wir tauchen mit der Wahrnehmung in das Fühlen und Spüren ein. Über das Fühlen können wir uns viel besser wahrnehmen. Wir sind mit uns verbunden, wenn wir uns wahrnehmen und fühlen. Nehmt die Rückseite eures Körpers wahr und spürt diese Rolle nochmal, über die ihr hinwegfließt. Nehmt diese Rolle als Hilfsmittel an, nicht als Widerstand, sondern als Hilfsmittel, das euch unterstützt. Lasst euch über diese Rolle schmelzen. Das aktiviert recht deutlich den oberen Rücken, also die Brustmuskulatur und die Brustwirbelsäule.
Die Brustwirbelsäule fließt nach innen in den Körper. Das bewegt sie, das macht sie mobiler. Und eine ganz deutliche Wirkung erfährt auch die Vorderseite eures Körpers. Wenn ihr da jetzt die Aufmerksamkeit hinbringt, dann spürt ihr ganz viele Bereiche, die sich strecken. Es kann die Bauchdecke sein. Es sind die Rippen und die Zwischenrippenmuskeln. Hier ist ein Gefühl von Weite und Dehnung. Die Zwischenrippenmuskeln sind Atemhilfsmuskeln. Sie heben und senken den Brustkorb, wenn wir atmen. Hier weiten sie sich, fächern sich auf. Das gibt den Atemräumen im Brustkorb mehr Weite. Empfangt dort die Atmung. Folgt der Einatmung auf ihrem Weg durch die Nase, in den Rachen, in die Lungen. Die sind im Brustkorb verankert. Wenn ihr einatmet, fühlt ihr die Ausdehnung im Brustkorb, die Weite. Wenn ihr ausatmet, fühlt ihr die Entspannung. Die Weite bleibt, aber die Atemräume ziehen sich sanft zurück. Atmet auch bewusster in den Brustkorb. Mit jedem Einatmen erfahrt ihr an der Vorderseite eures Körpers mehr Weite. Und mit jedem Ausatmen, denkt euch nach unten mit dem Ausatmen. Stellt euch vor, ihr werdet nach unten über diese Unterlagen hinweg zur Erde etwas sanfter. Ihr atmet in die Vorderseite ein, werdet weiter und präsenter. Ihr atmet zur Erde aus und werdet sanfter und auch ein bisschen ruhiger. Atmet und werdet in euch präsent. Atmet und werdet in euch ein wenig sanfter. Und dann lasst uns mit einem bewussten Atemfluss in diese Stunde eintauchen. Atmet beim nächsten Mal tiefer ein, ganz ein in die Vorderseite eures Körpers, in die Fülle. Und dann tief aus in die Atemleere nach unten. Das nochmal tief einatmen. Und wieder tief ausatmen. Und dann lasst die Atmung frei. Spürt wieder in euren eigenen Körper, in diese Form und beobachtet, wo erste Bewegungen entstehen dürfen, die euch jetzt gut tun. Ihr könnt euch diese ersten kleinen Bewegungen, vielleicht ein erstes Räkeln, ein erstes Strecken, ein erstes Dehnen, kommt peu à peu mit dieser Bewegung wieder zurück in diesen Raum, in dem ihr seid und geht dann einen Weg nach oben zum Sitzen. Wir werden uns im Sitz wieder begegnen. Lasst euch die Zeit, die es dafür braucht. Ja, dann findet einen bequemen Sitz. Das könnt ihr gerne mit einem Kissen machen als Unterlage. Die Form des Sitzes ist nicht so wichtig wie das Gefühl, ob der Sitz bequem ist. Wenn ja, dann ist es der richtige Sitz, unabhängig von seiner äußeren Form. Und wenn ihr euch hier im Sitz eingerichtet habt, dann legt bitte die rechte Hand in die linke hinein. Das ist eine schöne Geste, in der wir die Aufmerksamkeit wieder zu uns tragen. Wir haben die Position verlassen, sind im Sitz angekommen und berühren damit auch andere Bereiche
des Bodens. Eben war es noch der Rücken, jetzt ist es das Becken. Jetzt lass das Becken ein bisschen tiefer in diese Unterlage hineinsinken. Fühlt, wie den, fühlt den Boden, der euch trägt, der euch Halt gibt. Findet ein Gefühl des Daseins, des Erdens in der Verbindung des Beckens mit der Unterlage. Und aus diesem Gefühl des Daseins, des Ankommens, bitte ich euch jetzt, euch aufzurichten nach oben, so eine innere Aufrichtung. Wir haben schon einiges dafür getan, dass die Wirbelsäule sich jetzt ganz natürlich aufrichtet. Wir haben eben, als wir auf der Rolle auf dem Rücken lagen, den oberen Rücken mobilisiert. Das kann jetzt helfen, dass der Rücken sich ganz natürlich aufrichtet, dass so eine innere Länge entsteht. Und es streckt auch die Vorderseite unseres Körpers. Wenn ihr hier die Aufmerksamkeit hinbringt, in diesen Raum zwischen dem Schambein und dem Brustbein, dann kann dieser Raum sich ein bisschen mehr strecken. Die Vorderseite richtet sich auf, das Brustbein hebt sich. Und das ist eine sehr schöne, unsere natürliche Aufrichtung, die wir manchmal im Alltag verlieren. Jetzt schenken wir sie uns wieder neu. Das hat auch zur Folge, dass die Atemräume im Brustkorb freier zugänglich sind. Nehmt also bewusster wahr, wie ihr jetzt atmet. Ohne dass ihr da was lenken oder verändern müsst. Wie atmet ihr? Ganz natürlich. In welche Atemräume? Stellt euch wieder vor, dass ihr mit dem Einatmen innere Weite empfangt, auch innere Größe, und mit dem Ausatmen etwas sanfter werdet. Einatmend in eine innere Weite, eine innere Größe, ausatmend etwas sanfter und ruhiger. Und genau diese Atemqualitäten, die wir damit verknüpfen, begegnen uns immer wieder in dieser Yogastunde noch einmal neu. Für jetzt bitte ich euch, die Aufmerksamkeit noch einmal in die Hände zu bringen und die Hände vor dem Herz zueinander zu führen, vor diesem schönen, weiten Herz, das wir uns jetzt schon geschenkt haben. Das ist eine schöne Geste, die uns gemeinsam in dieser Yogastunde willkommen heißt. Fühlt euch also gerne willkommen, denn das seid ihr. Atmet dann beim nächsten Mal tiefer aus. Und wenn ihr tiefer einatmet, dann breitet die Arme aus, macht einen weiten Bogen über die Seite hoch über den Kopf. Ausatmen, bringt ihr die Hände zueinander, führt sie vor die Stirn, den Mund und das Herz. Nochmal einatmend, die Arme ausbreiten, einen Bogen hoch. Und ausatmend die Hände zueinander führen und vor das Herz zurücksenken. Wenn ihr hier angekommen seid und es möchtet, dann verneigt euch gerne mit diesem Gefühl des Willkommenseins, auch euch selbst gegenüber. Und dann lasst uns gemeinsam wieder aufrichten und die Augen öffnen. Herzlich willkommen, Namaste. 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 Also, wir werden uns heute immer wieder mit Rückbeugen in Verbindung bringen. Das mobilisiert den Rücken, aktiviert den oberen Rückenbereich, der uns aufrichtet. Und oft, wenn wir so mit Dingen vor uns im Alltag beschäftigt sind, verlieren wir diese Aufrichtung im Rückenbereich. Die schenken wir uns heute wieder zurück. Das aktiviert auch die Vorderseite unseres Körpers, also die kann sich besser aufrichten, kann sich wieder strecken. Das aktiviert Atemräume im Brustkorb. Wir werden also immer wieder uns aufrichten, der Atmung Raum geben und in einer Sequenz von Rückbeugen auch den Rücken zentrieren und kräftigen, sodass wir da im Alltag einfach mehr Stabilität oder Kraft oder Stabilität im Rücken bekommen. Beginnen jetzt im Vierfüßler. Kommt dort bitte mit mir an. Und sucht euch einfach im Vierfüßler schöne, einfache, gemütliche Bewegungen aus, die ganz kreativ jetzt für euch selbst entstehen dürfen. Was tut euch hier gut? Was fühlt sich gut an? Dann macht das. Verbindet euch immer wieder mit dem Spüren und Fühlen. Also mit euch selbst, mit eurem Körper. Euer Körper gibt euch Signale darüber, welche Bereiche sich jetzt
freuen, wenn sie bewegt werden, was euch gut tut. Das ist immer auch ein Gefühl. Und dann kommt für einen Moment in den Katzenbuckel, rollt euch ein, hebt die Flanken hoch, rollt den Kopf ein, drückt die Hände in den Boden. Der Rücken ist rund. Jetzt der Pferderücken, ihr taucht mit der Wirbelsäule weich nach unten ein, taucht in die Schultern ein, bringt den Blick nach vorn. Stellt euch ein Hohlkreuz vor, das ihr formt. Ausatmend in den Katzenbuckel hochrollen, einatmend in den Pferderücken eintauchen. Macht das für die nächsten Momente weiter. Anatomisch gesehen ist der Katzenbuckel eine Vorbeuge und der Pferderücken eine Rückbeuge. In der Vorbeuge weitet sich der Rücken. In der Rückbeuge im Pferderücken weitet sich die Vorderseite eures Körpers. Nochmal eine Runde, spürt, wo ihr immer wieder Raum erfahren könnt. Wenn ihr das nächste Mal im Pferderücken angekommen seid, dann kommt in die Position des Kindes, also legt ihr euch auf die Oberschenkel ab, lasst die Arme vorn, schiebt das Gesäß sanft ein bisschen zurück Richtung Fersen. Jetzt kommt bitte auf die Fingerkuppen, die Arme strecken sich, lasst die Stirn Richtung Boden sinken, das streckt auch ein bisschen die Armmuskulatur und Schultermuskulatur. Wandert jetzt mit den Fingerkuppen nach rechts. Das kann bis zum Rand der Matte sein, ihr könnt aber auch mit einem oder zwei Händen über die Matte hinauskrabbeln. Im Wesentlichen ist es eine Seitbeuge nach rechts, das sollte sich gut anfühlen. Sowohl in der linken Seite, die wir jetzt dehnen und strecken, als auch in der rechten Seite, die wir komprimieren. Die linke Hüfte schiebt sanft nach hinten, die linken Fingerspitzen krabbeln von euch weg, die linke Seite spannt sich auf, schickt die Atmung dahin. Ein schöner Atemraum in der Flanke, der linke mittlere Lungenlappen. Atmet beim nächsten Mal dort tiefer ein, spürt, wie ihr euch da auffächert. Und wenn ihr ausatmet, dann krabbelt wieder zurück nach vorn. Kommt wieder in der Mitte an, bleibt kurz hier, vergleicht rechts und links diese Seitunterschiede. Sowohl was die Flanken als auch die Atemräume betrifft. Das Gesäß schiebt ihr zurück Richtung Fersen und dann krabbelt ihr auf den Fingerkuppen nach links. Auch das kann bis zur Matte oder über die Matte hinaus sein. Das kommt ganz drauf an, wie das die Seite jetzt mag und wie sich die rechte Seite dieser Länge öffnet. Ihr seid da richtig, wo die Spannung nicht größer wird, wo kein Widerstand entsteht, sondern wo die rechte Seite sich in diese Länge hineinziehen lässt oder hinein entspannt. Atmet in die rechte Seite, findet die Atemräume dort, die sind im rechten mittleren Lungenlappen. Die rechte Hüfte schiebt ein bisschen zurück, die rechten Finger krabbeln sanft weiter weg, ihr spannt die rechte Seite auf. Atmet hier auch noch einmal tief ein und kommt mit dem Ausatmen wieder zurück nach vorn in die Mitte. Legt dann die Hände flach wieder zurück, schiebt nochmal das Gesäß Richtung Fersen und dann kommt mit einem Rundrücken nach oben in den Katzenbuckel, rollt euch sanft ein, gleitet wieder in den Pferderücken, stellt dann die Füße auf und schiebt euch in den abwärts schauenden Hund nach oben. Lauft dann hier auf der Stelle, sodass wir jetzt auch die Beine aktivieren können nach dieser Sequenz, die jetzt hinter uns liegt. Also ganz große Bewegungen auf der Stelle tretend. Eine Ferse hoch, eine Ferse tief. Die Beinrückseiten strecken sich. Wenn ihr ein Knie beugt, dann zieht das diagonal unter die andere Seite hinweg. Also rechtes Knie beugen, nach links schieben und dann im Anschluss linkes Knie beugen, nach rechts schieben. Ihr wandert also auf der Stelle und schwingt das Becken nach rechts und links. Auch das mobilisiert nochmal den Rücken, jetzt den unteren Rücken ganz besonders gut. Dann beendet diese kleine Übung, kommt wieder zurück in den abwärts schauenden Hund, drückt die Hände in den Boden. Je mehr ihr die Matte in den Boden schiebt, desto mehr streckt ihr euch im Rücken nach hinten hoch. Lasst dann die Außenseiten der Fersen nach unten sinken, Richtung Erde. Atmet, streckt die Rückseite lang.
Und dann senkt die Knie zurück, rollt euch in den Katzenbuckel ein, entspannt euch in den Pferderücken und kommt zurück in das Kind, legt euch ganz sanft auf den Oberschenkeln ab. Mit dem Einatmen kommt hoch in den Katzenbuckel und Pferderücken. Mit dem Ausatmen streckt euch zum abwärts schauenden Hund. Einatmend nochmal zurück, der Katzenbuckel und Pferderücken. Ausatmend in das Kind eintauchen und wieder ganz geschmeidig hoch. Einatmend Katzenbuckel, Pferderücken. Ausatmend der abwärts schauende Hund. Wir gehen von hier in den hohen Liegestütz, atmet dafür ein, rollt euch nach vorn und schiebt euch ausatmend zurück in den Hund. Ein bisschen warm werden hier. Einatmend nach vorn in den hohen Liegestütz. Ausatmen, zurück in den abwärts schauenden Hund. Und nochmal mit dem Einatmen nach vorne in den hohen Liegestütz. Und jetzt zur Erde nach unten, wenn ihr ausatmet. Schön sanft ablegen. Landet mit dem Becken. Stützt die Hände ein klein bisschen nach hinten Richtung Ellenbogen. Rollt die Schultern mit so weiten, großen Bögen nach hinten. Lasst dann die Schultern beim nächsten Mal oben hinten und hebt das Brustbein nach vorn an. Der Oberkörper rollt sich hoch, steiß, schiebt zurück, damit der untere Rücken mehr Länge bekommt. Schiebt auch die Hände ein bisschen zurück, sodass ihr auf der Matte nach vorn rutscht und das Brustbein sanft nach vorn heben könnt in die Kobra. Ist eine Rückbeuge. Könnt ihr gut spüren im Rücken, der ist komprimiert. Kommt wieder zurück in den abwärts schauenden Hund. Und nochmal hier lang werden, strecken. Beugt jetzt beide Knie bitte an. Beide Knie gut beugen. Schiebt euch an den Oberschenkel mit dem Becken nochmal so richtig weit hoch. Der Bauch an den Oberschenkeln, ihr schiebt euch daran hoch, zieht das Becken hoch und dann senkt beide Fersen langsam wieder etwas tiefer. Lasst die Länge im Rücken und stellt euch so ein ganz kleines Hohlkreuz vor, das ihr im Rücken hier formt. Atmet nochmal und dann wandert mit den Füßen nach vorn Richtung Hände. Schritt für Schritt nach vorn wandern und kommt im Stehen in eine Vorbeuge, die wird dann angenehm, wenn ihr die Knie anbeugt, wenn ihr so ganz weich euch in diese Vorbeuge sinken lasst, da gern nochmal kleine Bewegungen machen, für den Schulterbereich, die Arme, den Kopfbereich, alles ein bisschen entspannter, ein wenig sanfter, stützt euch mit den Händen jetzt auf die Oberschenkel, rollt euch in die Hocke nach oben, bleibt kurz in der Hocke, und schafft so einen etwas Abstand, so einen faustbreiten Abstand ungefähr zwischen den Füßen und zwischen den Knien. Ich weiß, der gleiche Abstand. Gut, verlagert das Gewicht auf den Füßen so, dass ihr nicht ganz hinten, aber auch nicht ganz vorn seid, sondern dass ihr auf den Fersen und den Zehenballen ähnlich viel Gewicht verlagert habt. Und jetzt hebt die Arme nach oben, hebt das Brustbein an, also versucht den Oberkörper aufzurichten in dieser Hocke. Ausatmen, das Becken tiefer bringen, die Arme nach hinten bringen. Einatmen, das Becken etwas höher, die Arme nach oben. Ausatmen, Becken wieder tiefer, die Arme nach hinten. Einatmen, das Becken höher, die Arme hoch. Auch ein paar Runden weitermachen. Wir bereiten die Beinmuskulatur vor. Das merkt ihr gut, die Oberschenkel sind jetzt aktiv. Ein neuer Zyklus. Wenn ihr dann das nächste Mal einatmet, dann kommt wieder in die Hocke, hebt die Arme, bleibt in der Hocke, atmet weiter. Könnt euch einen Stuhl vorstellen, auf dem ihr euch etwas tiefer setzen möchtet. Und gleichzeitig das Brustbein heben, die Arme heben. Vielleicht die Arme so Richtung Ohren führen. Der Oberkörper richtet sich auf, einatmen, drückt den Boden weg, zieht euch langsam hoch und ausatmen, lasst die Arme nach unten sinken. Ganz locker mal die Schultern bewegen, die Beine locker ausschütteln. So, dann kommt ihr in den vorderen Teil der Yogamatte. Die Schultern bitte ein paar Mal weit nach hinten kreisen lassen. Schöne weiche Bewegung. Nochmal ein großer Bogen mit den Schultern nach hinten. Dann legt die Schultern locker auf dem Brustkorb ab. Bringt die Hände vor dem Herz zueinander. Beugt etwas die Knie, taucht wieder Richtung Knie ein mit den Händen und über vorn jetzt nach oben, richtet euch auf. Drückt den Boden weg, streckt euch hoch, breitet die Arme aus, beugt die Knie etwas an und verneigt euch nach unten. Also ganz weich im Oberkörper eintauchen, Spannung aus dem Oberkörper loslassen. Bringt jetzt die Hände an die Schienbeine. Und kommt in die halbe Vorbeuge, zieht den Rücken nach vorn.
Stellt euch eine Art Hohlkreuz vor. Das geht dann besser, wenn ihr die Knie mehr beugt. Dann kann der Rücken sich weiter strecken, kann das Brustbein sich heben. Eine kleine gedachte Rückbeuge. Und dann lasst euch wieder in die Vorbeuge ausgleiten nach unten, also ganz weich eintauchen. Jetzt den rechten Fuß einen Ausfallschritt nach hinten aufsetzen. Für einen Moment das Becken mal zwischen den Beinen tiefer sinken lassen. Hebt dann das Brustbein, hebt den Blick. Da dehnt sich jetzt der rechte Oberschenkel, also die Vorderseite wird lang. Nehmt das Becken höher und setzt auch den linken Fuß wieder nach hinten in den abwärts schauenden Hund. Von hier die Knie absetzen. Der Katzenbuckel rollt euch ein, gleitet in den Pferderücken und dann in das Kind. Ganz entspannt, auch in den Oberschenkel, einfach eintauchen. Und wieder hoch, Katzenbuckel, Pferderücken. Der abwärts schauende Hund, die Hände schieben nach unten, das Becken zieht nach hinten hoch, die Fersen sinken über die Außenseiten nach unten. In den Liegestütz nach vorn und nach unten ablegen. Das Steiß schiebt nach hinten, die Schultern fließen nach hinten, Brustbein hebt ihr hoch, rollt euch in diese Rückbeuge, in diese Kobra auf, drückt die Hände nach unten und schiebt euch zurück in den abwärts schauenden Hund. Jetzt kommt der rechte Fuß wieder nach vorn, Richtung Hände, großer Schritt vor. Für einen Moment mal kurz da sein hier, Becken sinken lassen und das Brustbein heben und den Blick heben. Jetzt streckt sich der rechte Oberschenkel im vorderen Bereich. Dann das Becken ein bisschen höher ziehen, den linken Fuß mit nach vorn ziehen, in die Vorbeuge nach unten eintauchen. Dann breitet die Arme aus, rollt euch langsam hoch in den Stand, spannt die Beinmuskeln etwas an, dann habt ihr mehr Halt. Und bringt die Hände zurück zum Herz, atmet tief aus, das Ganze dynamisch. Einatmen Richtung Knie, über vorn hoch, ausatmen in die Vorbeuge eintauchen. Einatmen in die halbe Vorbeuge, ein langer Rücken, ein gedachtes Hohlkreuz. Ausatmen in die ganze Vorbeuge, zurückfließen. Linker Fuß im Einatmen, zurückbecken, tief Blick heben. Ausatmen, rechter Fuß nach hinten, abwärts schauender Hund. Einatmend die Knie absetzen, Katzenbuckel und Pferderücken. Ausatmend das Kind. Einatmend den Weg hoch, Katzenbuckel und Pferderücken. Ausatmend der abwärts schauende Hund. Einatmend der Liegestütz kommt nach vorn. Ausatmend zur Erde nach unten. Einatmend Steiß und Schultern schieben zurück. Brustbein hebt sich nach vorn hoch. Ausatmend abwärts schauender Hund. Lang werden und strecken. Einatmend den linken Fuß nach vorn setzen. Becken kurz tiefer, Blick heben. Ausatmend rechter Fuß nach vorn, die Vorbeuge. Einatmen, die Arme ausbreiten, langsam nach oben, die Beinmuskeln ein bisschen anspannen und ausatmen, die Hände zum Herz bringen. Einatmen, Richtung Knie eintauchen, über vorn aufrichten, die Arme vielleicht neben die Ohren, ausatmen, in die Vorbeuge nach unten gleiten. Einatmen in die halbe Vorbeuge, lang werden, das Brustbein heben, ausatmen in die ganze Vorbeuge zurückgleiten. Rechter Fuß im Einatmen weit zurück. Ausatmen, linker Fuß nach hinten, der Hund. Einatmen, die Knie absetzen, Katzenbuckel und Pferderücken. Ausatmen, das Kind. Einatmen, hoch, Katzenbuckel, Pferderücken. Ausatmen, der abwärts schauende Hund. Einatmen, der hohe Liegestütz. Ausatmen, zur Erde nach unten kommen. Einatmen, die Rückbeuge. Steiß und Schultern zurück, Brustbein heben, ausatmen, zurück in den Hund. Bitte euch nochmal kurz hier anzukommen, in Ruhe durchzuatmen, euch nochmal in diese Haltung hineinzureckeln. Immer mit der Intention zu arbeiten, dass der Rücken lang wird und vielleicht so ein Mini-Hohlkreuz aufbaut. Gut, dann hebt das rechte Bein nach hinten hoch, drückt die rechte Hand in den Boden, schiebt die rechte Ferse von euch weg. Und schwenkt den rechten Fuß nach vorn Richtung Hände. Okay, jetzt kommt mit dem rechten Fuß eine Fußbreite nach außen, mit der rechten Hand an die Innenseite des Beines. Dann legt das linke Knie am Boden ab. Da könnt ihr gerne ein Kissen nutzen, damit die Kniescheibe nicht einfach so hart aufliegt jetzt. Es macht auch einen Unterschied, ob ihr den linken Fuß aufstellt oder ablegt. Eines ist für das linke Knie und die linke Kniescheibe schöner. Findet das für euch.
Gut, dann beugt das rechte Knie deutlich an, so richtig beugen, beugen, beugen. Und je mehr das Knie beugt, desto weiter sinkt das Becken nach vorn runter. Ihr könnt gerne auf die Fingerkuppen kommen, auf Fäuste oder auf die flachen Hände oder Yoga-Blöcke greifen, wenn ihr welche parat habt. Das Ziel dieser Sequenz ist jetzt, den linken Oberschenkelansatz etwas zu strecken. Macht das mal gerne mit kleinen Bewegungen im Becken, also ein bisschen Räkeln im Beckenbereich. Und da fühlt ihr sicherlich, wo jetzt Fasern so aktiv werden, die sich strecken. Genau diese Fasern suchen wir, um sie zu dehnen. Da, wo es zieht, da seid ihr richtig. Dann spürt die Veränderung, wenn ihr das Brustbein hebt und den Blick nach vorn bringt. Da könnte dieser Zug etwas mehr werden. Gut, dann entspannt wieder etwas. Kommt mit der rechten Hand nach außen und dem Fuß wieder so diese kleine Fußbreite zurück. Stellt bitte den hinteren Fuß auf. Und streckt langsam das hintere Bein, zieht die Innenseite des linken Oberschenkels hoch. Und jetzt schiebt euch weit mit dem Becken nach hinten hoch, sodass das rechte Bein länger wird und sich etwas mehr streckt in der Rückseite. Dann wieder zurück, das rechte Knie beugen, Becken nach unten sinken lassen, Brustbein und Blick heben. Jetzt dehnt sich der linke Oberschenkel wieder. Ausatmen, Becken nach hinten hochschieben, rechte Beinrückseite wird lang. Einatmen, Knie beugen, Becken nach vorn, Brustbein heben. Macht das dynamisch weiter. Dieser Wechsel in der Dehnung, in der Länge. Gut, noch ein neuer Zyklus. Wir beenden, wenn das rechte Knie wieder angebeugt ist, und gehen zurück in den Hund. Da gern die Beine mal ausschütteln, sodass sie diese Spannung, diese Dehnung loslassen können oder kleine Hüpfer machen, wenn das angenehm ist. Ihr könnt euch entscheiden, ob ihr entweder im abwärtsschauenden Hund verweilt kurz und der Atmung Raum gebt. Oder in die Bewegung fließen möchtet. Wenn ihr euch bewegen möchtet, dann kommt ihr im Einatmen in den hohen Liegestütz, im Ausatmen zur Erde, im Einatmen in die Kobra nach oben, im Ausatmen zurück in den abwärtsschauenden Hund. Dann sind wir alle wieder da, drücken die linke Hand nach unten und heben das linke Bein hoch. Die linke Ferse weit wegschieben, werdet lang und schwingt den linken Fuß nach vorn. Kommt wieder diese Fußbreite nach außen mit dem Fuß, mit der linken Hand nach innen und mit der rechten Hand mit dem rechten Knie zur Erde. Da gerne nochmal das Kissen unterlegen, damit die rechte Kniescheibe angenehm ist und nicht zu sehr drückt. Die Hände wahlweise auch auf Blöcke oder Fäuste oder Fingerkuppen. Bitte euch jetzt das linke Knie anzubeugen, sodass das Becken wieder nach vorn hineinsinken kann. Der hintere Fuß, entweder stellt ihr ihn auf oder legt ihn ab. Eins ist für die Kniescheibe besser. Und dann spielt mit kleinen Beckenbewegungen, um diese Muskulatur zu identifizieren, die wir jetzt strecken am rechten Oberschenkelansatz. Und da, wo die Fasern so wirklich so ziehen, da seid ihr richtig. Darum geht es. Atmet in Ruhe. Und beobachtet diese kleine feine Veränderung in der Dehnung im rechten Oberschenkel. Was passiert, wenn ihr das Brustbein hebt und den Kopf hebt, der Blick nach vorn kommt? Dann wird diese Dehnung oft ein bisschen mehr. Das zeigt uns diese langkettigen Verbindungen unseres Körpers. Also ganz lange Muskelketten, die miteinander verwoben sind. Okay, dann entspannt wieder etwas, das Kinn wieder etwas senken Richtung Brustbein. Der linke Fuß, diese Fußbreite nach innen, die linke Hand nach außen. Rechter Fuß aufstellen, sodass ihr das rechte Bein über die Innenseite des Oberschenkels nach oben zieht. Jetzt schiebt den linken Fuß in den Boden, zieht das Becken nach hinten raus, macht das linke Bein ein bisschen länger.
spürt die Dehnung der Beinrückseite und kommt wieder zurück. Knie beugen, Becken nach unten sinken lassen, Brustbein und Kopf heben. Rechte Oberschenkelseite streckt sich wieder. Ausatmend, Becken nach hinten schieben, linke Beinrückseite wird lang. Einatmend, Becken nach vorn bringen, Brustbein heben, rechte Oberschenkelseite streckt sich. Mach das dynamisch, mach das im Fluss. Spielt mit der Dehnung der Beinmuskulatur. Brauchen Sie im Hauptteil dieser Stunde nochmal. Letzter Zyklus. Wir beenden, wenn das linke Knie wieder gebeugt ist, das Becken eintaucht, der Blick sich hebt, nehmen dann das Becken ein Stück höher und ziehen den linken Fuß nach hinten in den Hund. Da wieder die Beine ausschütteln, sodass ihr Spannungen loslassen könnt, vielleicht da mal kleine Hüpfer wieder machen. Ihr könnt euch nochmal entscheiden, mögt ihr hier bleiben im Hund oder mögt ihr in die Bewegung? Wenn ja, dann einatmend in den hohen Liegestütz, ausatmend zur Erde, einatmend in eine angenehme Kobra hochrollen, ausatmend zurück in den Hund, dann sind wir alle wieder da. Wir bringen im Einatmen die Knie zur Erde, in den Katzenbuckel, in den Pferderücken. Machen eine kleine Pause im Kind. Ihr könnt da gerne die Knie nach außen öffnen. Euch mal ganz, ganz gemütlich hier betten und ankommen. Und die, die was trinken möchten, die können das gerne tun. Diese Kindshaltung ist eine wunderschöne Haltung. Zum einen, weil sie die Muskelgruppen, die wir eben aktiviert haben, in den Beinen wieder entspannt. Zum anderen, weil sie so richtig schön geerdet ist. Das ist ein Körperzustand, aber es ist auch ein Gefühl. Ankommen, mit ein bisschen mehr Ruhe finden. Und der Atmung auch mal in der Rückseite Raum schenken. Und wir werden jetzt gemeinsam den Weg wieder vorgehen bis zum Stehen. Ich bitte euch, auf dem ersten Schritt die Arme nach vorn zu bringen, auf den Fingerkuppen nach vorn zu krabbeln, euch lang zu machen, dann einzuatmen, kommt hoch in den Katzenbuckel, Pferderücken, die Knie wieder unter die Hüftgelenke, ausatmen, der abwärts schauende Hund. Und dann im Einatmen den rechten Fuß nach vorn setzen. Ausatmen, den linken Fuß nachführen, die Vorbeuge, also im Moment ganz weich eintauchen, kleine Bewegungen genießen. Und dann stützt euch auf die Oberschenkel, kommt in die Hocke, rollt euch in die Hocke hoch und sucht Bewegungen, die jetzt schön sind, einfach weil sie gut tun. Wenn wir uns jetzt aufrichten, dann mit einem Fokus zum Boden, dann drückt ihr den Boden weg und rollt euch dadurch langsam hoch zum Stehen. Gut, findet da nochmal schöne, kleine, wertvolle Bewegungsideen, die jetzt gut tun. Okay, wir sind im Hauptteil der Stunde angekommen. Das ist jetzt eine Sequenz, in der wir uns in einer Balance wiederfinden werden und diese Balance zu einer Rückbeuge ausbreiten werden. Balancehaltungen brauchen immer eine gute Erdung, immer eine gute Verbundenheit zum Boden. Und das sind hier die Füße. Bitte euch mal die Füße anzuschauen und sie so zu positionieren, dass die Beine parallel miteinander verlaufen. Ja, dann habt ihr einen hüftgelenkbreiten Stand, die Gelenke sind genau übereinander, Gewicht ist in den Gelenken gleichmäßig verteilt. Dann hebt die Zehen bitte hoch. Das hat einen schönen Effekt, die Fußmuskulatur wird aktiv, das Innengewölbe hebt sich hoch, also der Innenknöchel zieht hoch. Lasst das Innengewölbe gehoben, bringt Gewicht auf die Außenfersen, auf die Außenkanten. Und auf die Großzehenballen, hier diese runde Struktur am Großzehen, den drückt ihr nach unten. Ja, und dann spreizt die Zehen, bringt die kleinen Zehen zum Boden, bringt die großen Zehen zum Boden.
Mal entspannen bitte. Die Zehen einkrallen unter die Fußsohle und die Zehen heben. Ein paar Mal. Zehen einkrallen und heben. Ja, das mobilisiert auch schön die Füße. Gut, nochmal die Zehen heben bitte. Außenferse, Außenkante und Großzehenballen in den Boden drücken. Die kleinen Zehen nach unten ziehen und die großen Zehen nach unten ziehen. Naja, dann die anderen auch. Einfach locker alle Zehen ablegen. Und verlagert bitte Gewicht auf den linken Fuß. Stellt euch da vor, wie die Fußsohle tiefer in die Unterlage reindrückt, bis auf die Zehen, die sind ja flach abgelegt und drücken nicht. Die machen keinen Abdruck. Dann winkelt das rechte Knie an, sodass die rechte Ferse den Boden verlässt. Sucht euch am besten gegenüber einen Punkt aus, einen Fokuspunkt, der euch Halt gibt. Mein linker Fuß drückt nach unten, die Beinmuskeln im linken Fuß zieht ihr hoch, wie so ein Strumpf, den ihr anzieht. Und wenn ihr euch fokussiert fühlt, das ist auch ein Zustand. Also ich sammle mich, ich bin bei mir im Hier und Jetzt. Wenn ihr das Gefühl habt, ihr seid ganz fokussiert, dann zieht die rechte Ferse zum Gesäß und greift mit der rechten Hand den Fuß hinter euch. Das kann der Fußrücken sein oder das Fußgelenk. Fußgelenk wäre etwas sanfter für die Oberschenkelvorderseite, die dehnt dann nicht ganz so sehr. Zieht das rechte Knie wieder Richtung linkes Knie. Linkes Knie könnt ihr ganz leicht beugen, sodass ihr das kaum von außen sichtbar machen würdet, aber das fühlt sich dann nicht so eingerastet an, das linke Knie. Jetzt bringt die linke Hand an den unteren Rücken, zieht beide Schultern zurück. Wahlweise könnt ihr auch die linke Hand mit zum rechten Fuß bringen, also mit beiden Händen den Fuß greifen. Wenn das den unteren Rücken zu sehr komprimiert, dann lasst einfach die linke Hand am unteren Rücken. Ja? Okay, wenn ihr da mal rauskommt aus der Haltung, ist es nicht schlimm, dann lasst euch Zeit, macht das langsam und kommt langsam wieder rein. Das hat so was Tänzerisches, Dynamisches durchaus. Das ist gut, das stärkt alle Muskeln, so die tiefen Muskeln des Körpers und das aktiviert die Balanceübung. Atmet, vergesst das nicht, atmet nach vorn hoch. Einatmend, Rippe für Rippe nach oben Richtung Schlüsselbeine atmen. Und ausatmend nach unten ruhiger werden, nach unten erden. Einatmend nach oben weiter werden, präsent werden und ausatmend erden. Und dann bringt einfach den Fuß wieder zurück nach unten. Okay. Und nachspüren, ne? Rechts und links. Geh mal die Beinmuskeln ausschütteln, da ist sicherlich jetzt Spannung in den Beinen. Okay, dann wieder in den Stand. Die Beine so, dass sie parallel verlaufen. Fußzehen entspannt. Die Fersen erden. Die Außenkanten erden. Großzehenballen erden. So einen Fokuspunkt anschauen. Dann Gewicht auf den rechten Fuß verlagern. Drückt den tiefer in die Unterlage. Beugt das linke Knie, hebt die linke Ferse. So eine kleine Vorübung für die Balance. Und wenn ihr euch dazu bereit fühlt, also wenn ihr auch so im Geist ruhig und zentriert seid, dann greift ihr mit der linken Hand den linken Fuß. Kann der Fußrücken sein oder etwas sanfter für die Oberschenkelvorderseite das Fußgelenk. Linkes Knie führt ihr wieder Richtung rechtes Knie ein bisschen anbeugen, Fuß nach unten drücken, Beinmuskeln hochziehen. Ganz starkes Bein, gut geerdet. Oberkörper richtet sich auf. Die rechte Hand mit an den unteren Rücken oder wahlweise Richtung linker Fuß. Da, wo es für euch passt, die Schultern fließen zurück. Die Vorderseite streckt sich, das merkt ihr sowohl an der Beinmuskulatur, linke Oberschenkel, als auch in der Bauchdecke, als auch in der Muskulatur des Brustkorbs. Einatmen nach oben, Rippe für Rippe hoch und weit werden. Weit empfangen und ausatmend ruhiger und sanfter nach unten werden. Auch hier, wenn ihr die Balance verliert, dann macht das langsam, lasst euch Zeit, um da raus und wieder reinzukommen. Das ist immer eine Übung. Jeder Moment in der Balance, egal ob ein langer oder kurzer, ist wertvoll. Jede Bewegung, die ihr macht, ist wertvoll. Jeder Atemzug ist ein Geschenk. Und nochmal einatmen, aufrichten und ausatmend den Fuß wieder aufsetzen nach unten. Beide Füße ankommen lassen, erden. Mal die Beine ausschütteln, ganz locker machen.
Gut. Jetzt die wichtigste, die zentrale Übung dieser gemeinsamen Yogastunde, auf der wir uns vorbereitet haben. Das ist die Haltung des Tänzers oder der Tänzerin. Das ist eine Standhaltung mit einer etwas intensiveren Rückbeuge als eben verbunden. Beginn das gleiche nochmal wie eben. Füße so, dass die Beine parallel verlaufen. Die Füße gut in den Boden verwurzeln. Stellt euch da so wirklich dieses Fundament unter euch vor. Gibt Gewicht auf den linken Fuß. Drückt den nach unten über die Ferse, die Außenseite und den Großzehenballen. Winkelt das rechte Knie. Hebt die rechte Ferse vom Boden. Zeigt es von der Seite. Schaut euch gegenüber einen Fokuspunkt an, der euch auch fixiert, der euch Halt und Ruhe gibt. Und wieder, wenn ihr euch bereit fühlt, greift ihr mit der rechten Hand den rechten Fuß, Fußrücken oder Fußgelenk. Das linke Knie leicht gebeugt. Der linke Fuß schiebt nach unten, die linken Beinmuskeln ziehen hoch. Rechtes Knie in die Position des linken Knies bringen. Also meist ein Stück, ups, nach innen und nach hinten. Jetzt hebt den linken Arm nach oben hoch. Macht die linke Seite lang. Und jetzt ein kleiner Unterschied noch. Wir kippen jetzt das Becken nach vorn aus. Und so wie ihr das macht, so zieht sich das rechte Knie zurück. Schiebt den rechten Fuß in die Hand und nach hinten hoch, Richtung Himmel. Ja, neigt euch langsam nach vorn. Der Fokuspunkt schaut jetzt nach vorn runter. Und dann nochmal das Brustbein heben und den Blick wieder heben, wieder nach vorn schauen. Ja, das streckt die rechte Seite ganz lang vom rechten Oberschenkel über die Bauchdecke, über den Brustkorb. Atmet in die Vorderseite hoch. Einatmen weiter werden, ausatmen ein bisschen sanfter werden, euch auch selbst gegenüber. Und wir lösen auf, langsam zurück. Jetzt mal das rechte Knie bitte hochziehen, zum Brustkorb ziehen. Sehr schön. Linke Fuß drückt nach unten, Brustkorb schwebt hoch zwischen den Schultern. Ihr atmet, atmet, atmet und beendet und landet. Ja, ganz locker die Beine ausschütteln, sodass ihr die Spannung, die ihr da aufgebaut habt, wieder loslassen könnt. Drehe mich jetzt mal hier hin. So, ich zeige es von der anderen Seite jetzt die zweite Seite. Also nochmal, es beginnt immer mit einem guten, geerdeten Stand. Die Füße in den Boden integrieren. Fersen, Außenseiten, Großzehenballen, Wurzeln in den Boden. Gibt Gewicht auf den rechten Fuß. Beugt das linke Knie. Sucht euch wieder diesen Fokus. Im Blick, aber auch in der Aufmerksamkeit. Und wenn ihr euch bereit fühlt, dann greift ihr mit der linken Hand den linken Fuß wieder am Fußrücken oder Fußgelenk. Das ist eine tanzende Haltung. Ja, das zeigt sich auch manchmal so im äußeren Eindruck. Also lasst das gerne zu. Es ist immer wichtig, immer schön, sich in dieser Balance auszurichten, zu arretieren, damit auch zu spielen. Rechtes Knie leicht beugen, rechten Fuß nach unten drücken, rechtes Bein die Beinmuskeln hochziehen. Linkes Knie Richtung rechtes. Rechten Arm heben, rechte Seite lang machen. Und jetzt das Becken nach vorn kippen. Kippt, 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 kippt das Becken aus. Linker Fuß schiebt kraftvoll nach hinten hoch. Linkes Knie zieht nach hinten hoch. Der Körpervorderseitebereich spannt sich. Brustbein hebt, ihr Blick wieder nach vorn bringen. Und nochmal atmen. Egal ob ruhig oder tanzend, ihr atmet. Seid ganz fokussiert. Atmet in die Vorderseite. Und dann kommt langsam wieder hoch, mal aufrichten, ganz in Ruhe und das linke Knie hochziehen zum Brustkorb. Das ist ein ganz wichtiger Ausgleich für den unteren Rücken. Der wird wieder lang. Der Brustkorb schwebt hoch. Nochmal in den Raum nach oben einatmen und ausatmend den linken Fuß aufsetzen. Die Beine ausschütteln. Es ist geschafft. Gut. Wir brauchen jetzt so ein erstmal eine kurze Pause. Ja, also einmal spüren. Wie steht ihr jetzt? Ihr könnt die Augen auflassen, ihr könnt sie auch schließen für einen Moment. Wie berührt ihr den Boden? Wie viel Bewegung ist da jetzt noch im Stand? Das darf sein, das ist ein dynamischer Stand. Es darf ja auch sein, wir sind nach unten gut verbunden. Immer wenn ihr einatmet, dann auch in die Vorderseite, Rippe für Rippe hoch, Richtung Schlüsselbeine einatmen.
Empfangt da diese innere Weite und Freiheit. Und ausatmend entspannt euch ein wenig, auch nach unten Richtung Erde. Atme tiefer. Und dann spürt auch das Herz. Auch das bekommt natürlich Weite, wenn wir uns in die Rückbeuge ziehen, wenn wir den vorderen Bereich des Körpers weiten. Dann ist auch das Herz innerlich mit mehr Raum verbunden. Spürt, wie es in dieser Weite jetzt pulsiert. Und wenn ihr die Augen geschlossen habt, dann bitte ich euch, sie wieder zu öffnen. Ihr braucht jetzt Platz um euch herum. Stellt die Füße etwas weiter auf als die Hüfte, hüftbreiter, und schaukelt, schwingt dann ganz locker mit dem Oberkörper um eure innere Achse. Ja, es ist eine ganz lockere, ganz freie Bewegung. Und die tut gut. Ja, die hilft, dass der Rücken sich wieder entspannt, denn der war eben doch recht komprimiert und der brauchte ganz viel Kraft. Der kann sich jetzt richtig schön frei durchbewegen. Die Schultern einfach locker, dann können die Arme weit schwingen. Bekommt auch hier wieder diesen Eindruck von Größe, also richtet euch auf, wenn ihr euch hier um euch herum dreht. Und dann lasst diese Bewegung wieder ausschwingen, kommt wieder zurück in den Stand. Und wir gehen ein gutes Stück nach unten zum Sitzen. Einfach so ein Sitz, in dem die Füße vor euch aufgestellt sind, noch ohne Hilfsmittel, noch ohne Kissen, einfach die Füße vor euch aufsetzen, gerne einen Schluck trinken und dann die Hände hinter euch aufstützen. Gerade waren die Beine ziemlich kraftvoll. Ja, das habt ihr sicherlich auch in den Waden gemerkt. Schüttelt die Beine bitte aus. Und zwar so in der Schütteltechnik, dass auch die Waden jetzt schön mitschwingen und Spannung loslassen können. Schön locker schütteln. Gut, dann legt die Beine ab und klopft mit ihnen die Yogamatte aus. Das wäre so eine kleine Massageübung für die Beine. Wenn ihr das gemerkt habt, dann versetzt die Füße etwas breiter, so ähnlich so breit wie die Matte, kreist mit den Füßen weite Kreise nach vorn. Das aktiviert wieder die Sprunggelenke, die waren auch sehr gefordert eben, die haben die Balance austariert. Es bewegt die Beine und bis hoch in die Hüften, kreist anders herum, auch hier richtig groß. Gut, dann beendet, bringt die Füße wieder etwas näher zueinander und legt euch auf dem Rücken ab. Wir gehen noch tiefer zur Rückenlage. Ich bitte euch, hier die Arme zur Seite auszubreiten, die Schultern in den Boden zu kuscheln . Dann stellt die Füße vor euch auf, versetzt das Becken eine halbe Breite oder etwas mehr nach rechts und lasst dann die Knie nach links sinken. Wir gehen jetzt in eine Drehhaltung. Das kann angenehmer werden im unteren Rücken, wenn ihr was unter die Knie polstert oder die Knie weiter ranzieht. Findet die Haltung, in der der untere Rücken keinen Widerstand spürt, sondern sich entspannt und das als angenehm empfindet. Wenn das geworden ist, dann seid ihr richtig. Dann versetzt den Kopf ein gutes Stück auf die linke Seite und wendet dann den Kopf nach rechts. Legt den rechten Arm schräg zur Seite oder diagonal nach hinten oder angewinkelt nach hinten ab.
findet die Position, in der die rechte Schulter sich entspannen kann. Und wenn alles gut tut, wenn kein Widerstand entsteht, wenn ihr das Gefühl habt, ihr könnt euch in diese Haltung hineinschmelzen lassen, dann seid ihr richtig. Dann schließt die Augen und lasst euch ganz bewusst in diese Haltung schmelzen. Das tut gut, das entspannt den Rücken, es entspannt auch die Vorderseite eures Körpers. Dann fühlt in euch, wo ihr jetzt die Atmung wahrnehmt. Wo atmet ihr hin? Schöpft im Einatmen ein wenig mehr Weite. Werdet präsenter in euch selbst. Und lasst im Ausatmen etwas mehr Ruhe und Sanftheit entstehen. Dann kommt wieder zurück in die Mitte, lasst euch Zeit, kommt Schritt für Schritt wieder zurück. Und von der Mitte der Yogamatte mit dem Becken eine gefühlte halbe Breite nach links. Lasst dann die Knie nach rechts sinken. Legt da gerne auch hier was unter die Knie oder zieht die Knie weiter heran. Findet die Variation, in der der Rücken, auch der untere Rücken, sich am wohlsten fühlt und Spannungen abgeben kann und keine aufbaut. Wenn ihr das gemerkt habt und da angekommen seid, dann versetzt den Kopf ein gutes Stück nach rechts und rollt ihn dann auf die linke Seite hinweg. Der linke Arm vielleicht ganz zur Seite, schräger nach hinten oder angewinkelt nach hinten. Lass die linke Schulter Richtung Unterlage sinken. Durch in diese Haltung hineinsinken. Sie lebt nicht mehr von Spannung, so wie eben noch. Sie lebt von mehr Entspannung. Spürt also wieder in euch hinein. Wie fühlt sich diese Seite, in die ihr euch dreht, jetzt an? Wo ist es möglich zu erfahren, dass bestimmte Bereiche des Körpers sich strecken und andere Bereiche sich entspannen? Und wo nehmt ihr jetzt Atemräume in euch wahr?
Dann kommt die auch langsam wieder zur Mitte zurück. Auch mit dem Becken wieder in die Mitte der Yogamatte zurück. Und dann zieht bitte beide Knie zu euch heran. Greift euch einfach die Knie. Der untere Rücken hat so richtig schön die Möglichkeit, sich zu entspannen und lang zu werden. Wenn ihr die Ellenbogen etwas nach außen dreht, dann habt ihr in den Seiten Halt und könnt ganz gelöst nach rechts und links schaukeln. Euch massieren. Besonders auch im unteren Rücken, der eher in den Rückbogen komprimiert wurde. Gönnt euch etwas Gutes. Bevor wir dann in Shavasana eintauchen, möchte ich euch bitten, noch einmal kurz euch aufzurichten. Noch mal kurz nach oben zu kommen. Einfach, damit wir jetzt uns für Shavasana gut einrichten können. Zum einen könnt ihr euch gern was Warmes drüber ziehen. Zum anderen brauchen wir noch mal Hilfsmittel. Eine gerollte Decke, so wie am Anfang dieser Yoga-Praxis, unter den Schulterblättern. Eventuell habt ihr noch eine zweite Decke zum Zudecken. Wenn ihr so etwas wie eine Yoga-Rolle griffbereit habt oder zu Hause einfach nochmal Kissen stapelt, dann legt das unter die Knie. Also, wenn ihr euch ablegt, dann mit einer Deckenrolle unter den Schulterblättern, rutscht so auf diese Deckenrolle, dass ihr mit den Schultern selbst wieder etwas weiter oder etwas freier werdet, also hinter die Deckenrolle. Dann eine große Rolle unter die Knie, vielleicht noch eine Zudecke. Und dann legt die Arme ab. Das kann nach vorn sein, das kann auf oder hinter der Deckenrolle zur Seite sein oder angewinkelt nach hinten sein. Findet eine für euch wohlige Haltung. Manchmal braucht es ein bisschen, wie man sich da hineinkuschelt. Und wenn ihr sie gefunden habt, wenn ihr euch wohlfühlt, dann ist das perfekt. Dann schließt gern die Augen. Verbindet euch mit dem Feingefühl. Manchmal hilft das, um nochmal Dinge nachzujustieren. Vielleicht die Kopfposition nochmal zu verschönern. Und nimm dann, neben dem Körper und der Körperhaltung, die Atmung wahr. Wie atmet ihr in dieser Haltung? Stellt euch vor, dass die Einatmung in die Vorderseite eures Körpers strömt, auch Richtung Brustkorb natürlich, dass ihr da einatmet, eine innere Präsenz findet und dass ihr nach unten Richtung Erde ausatmet, um sanfter zu werden, um ruhiger zu werden. In die Vorderseite des Körpers einatmen, präsent werden, da sein, in die Rückseite des Körpers zur Erde ausatmen, sanft werden und ruhiger werden.
Beginnt dann die Atmung wieder bewusster zu erfahren und sie dadurch auch zu vertiefen. Beginnt mit jedem Atemzug neue Energie zu schöpfen, euch zu erfrischen, euch zu beleben. Genießt auch erste sanfte Bewegungen des Leibes. Eben ein Aufwachen, ein Reckeln in das Hier und Jetzt. Ein Strecken, Dehnen und so, wie es euch gut geht und wie sich das gut anfühlt, dieses Aufwachen. Lasst euch Zeit, die es braucht, bis wir uns im Sitz wieder begegnen werden. Euer Weg, eure Zeit bis zum Sitzen. Einfach noch einen kleinen Moment mit euch gemeinsam zum Ausklang dieser Stunde im Sitz ankommen. Einfach, dass wir noch einmal diese Stunde resümieren können. Und so sucht euch einen gemütlichen Sitz und wenn ihr den gefunden habt, dann legt die linke Hand in die rechte Hand hinein. Spürt in die Form dieses Sitzes, in die Verbindung mit dem Boden. Und diese wunderbare Möglichkeit, euch von dort aufzurichten, könnt euch diese innere Größe, diese innere Aufrichtung. Einerseits ist es die Muskulatur der Wirbelsäule, die uns nach oben aufrichtet. Das sollte aber nicht zu fest werden, sondern eher sich lebendig anfühlen. Andererseits ist es die Möglichkeit, dass auch der obere Rücken sich streckt. Dadurch richtet sich die Vorderseite unseres Körpers auf. Der Abstand zwischen Schambein und Brustbein wird länger. Der Brustkorb hebt sich sanft an. Die Schultern fließen locker nach hinten. Der Nacken kann durchlässig werden. Der Scheitel nach oben streben. Eine sehr schöne Aufrichtung, gerade wie jetzt, wenn wir in den Abend übergehen und der Tag hinter uns liegt. Und das ermöglicht uns auch, der Atmung mehr Raum zu geben. Wenn wir aufgerichtet sind, wenn der Oberkörper frei ist, sich frei bewegen und entfalten kann, dann sind auch die Atemräume freier zugänglich. Wird euch nochmal bewusst zu spüren, wie ihr jetzt atmet am Ende dieser Yoga-Praxis. Wie ihr einatmet in diese innere Weite und Größe. Und wie ihr wieder ausatmet, wie Atemräume zurückfließen zu ihrer Mitte, sanft werden, wie wir uns im Ausatmen entspannen und ruhig werden können, um uns dann wieder der Einatmung und dieser inneren Weite zu öffnen, die wir erfahren und geschenkt bekommen. Ich wünsche euch mit dieser freien Atmung, mit diesem Gefühl des Durchatmen-Könnens und mit dieser inneren Größe, die ihr jetzt habt, einen sehr schönen, bequemen und angenehmen Weg in den Abend. Lasst uns dazu zum Abschied gemeinsam die Hände vor der Weite des Herzens zueinander bringen. Einmal fühlen, wie das Herz jetzt schlägt. Das weite, schöne Herz. Und dann atmet beim nächsten Mal tiefer aus. Und wenn ihr tiefer einatmet, dann breitet die Arme aus, macht einen weiten Bogen über die Seite hoch über den Kopf. Im Ausatmen bringt die Hände zueinander, führt sie vor die Stirn, den Mund und das Herz. Und nochmal für euch.
Und wenn ihr dann wieder angekommen seid, dann verneigt euch gerne, wenn ihr das mögt, für euch selbst. Mit einem inneren Danke für die Zeit, die ihr euch schenktet. Für das Vertrauen, das ihr fandet. Und dann lasst uns gemeinsam wieder aufrichten und die Augen wieder öffnen. Herzlichen Dank für das Dasein, Mitmachen. Ich wünsche euch einen schönen Weg durch die Zeit und freue mich auf das Wiedersehen. Namaste. Namaste. Namaste.